Herzlich willkommen, Leute, zu einer Runde Call of Duty World War II Zombie-Modus mit Alex, Items und Early Boy. Hallo. Darf ich vorlesen, ja? Also, so, das ist übrigens meine neue Frau, die ihr da seht. So, wir spielen jetzt den Zombie-Modus. Ist das werbefreundlich? Erste Runde. Wir sind alle Level 1, also es hat sich keiner mehr weiter informiert. Nee, ich bin, glaube ich, nicht Level 1. Und sag mir bitte nicht, ihr seid schon in der Lobby drin. Ja, wir sind schon in der Runde drin, aber Items müsst ihr ja gleich hoffentlich dazu connecten. Ja, Items joins the game. Ja. Denkt dran, in die Beine schießen und dann mit Q-Messern, ja. Schnelle also wieder, Quick Revive? Nein, mit E. Dann hast du es auch umgeschraubt. Außer Messern. Reicht nicht schon von vornherein ein Hit mit dem Messer? Ja, schon, aber dann kriegst du ja weniger Geld. Ach denn so. Jeder Schuss auf einen Zombie gibt Kohle. Kannst du ja doch mal gucken. Du meinst damals, glaube, als du noch glücklich warst? Zwei, drei Schuss müssten die aushalten. Ohne Scheiß, ne? Was ich gerade des Todes feiere. Die Zombies verlieren ihren Kopf! Nicht auf den Kopf schießen. Dürften. Das ist krass, ey. Das ist die Origin-Story von dir, Tim. Du hast deinen Kopf auch irgendwann mal verloren. Nein, ohne Scheiß. Ist halt, welches Call of Duty, was in Deutschland richtig released wurde, ohne Modifizierung. Wo haben da die Zombies ihren Kopf richtig? Ich habe ein Geheimnis gefunden. Kann die blonde Frau mal die Tür aufmachen? Wer ist das eigentlich? Early. Early, ja. Was ist hier denn passiert? Achso, ich habe gerade was eingesammelt. Genau, das habe ich auch. Mit F habe ich das eingesammelt. Early, kannst du die Tür bitte aufmachen? Oh, Welle 2. Toll. Man kann jetzt auch Geld scheren. Also du kannst Geld fallen lassen. Konntest du direkt fallen lassen? Infinite Warfare. Ich mag die Schocker, ne? Also, wenn hinter dir ein Zombie aus dem Fenster oder sowas springt, dann kommt dieser Horror-Sound. Das ist mega gut. Wollen wir mal versuchen, diese Runde ein Zombie leben zu lassen? Zum Kiten, ja. Ja, also den letzten Zombie leben lassen dann. Wenn ihr seht, dass es nicht mehr viele sind. Was hat der denn geschrien, Alter? Das Knifen ist hier voll anders als in den normalen. Lol, die Zombies reden bei mir. Ja. Die sprechen deine Sprache. Nein, ohne Scheiß, hört das mal an. Was labert der? Ja, der sagt bei mir. Nee, er sagt irgendwas. Nee, es gibt irgendwie vereinzelt Zombies, die hier, wirklich was sagen. Der Grüne hier. Wir werden das Ganze noch rausfinden. Das ist wie gesagt unser erster Run. Und wir wissen nicht, wie weit wir jetzt kommen werden. Wir werden uns danach immer so ein bisschen Stück für Stück informieren, dass wir immer ein klein bisschen irgendwie weiterkommen. Ja, stimmt, es könnte sein. Letzte zwei sind noch zwei. Ich lass mal beide leben, ja? Ich hau einen um. Hier. Ja, den vorderen, ne? Okay, dann hau ich meine beiden auch hier um. So. Hä? Das bedeutet, das ist gar nicht die Zahl, die wir da gesehen haben. Nee, hier gibt's irgendwo einen Generator. Das ist Welle 2. Okay. So, also ein Zombie lebt noch. Du siehst nicht, wie viele Zombies noch leben. Ihr habt mit eurer Klasse jeweils einen Perk. Der kann doch mal rennen. Der rennt mich an. Ja, der rennt. Der wird auch weiter rennen. Du musst den halt wirklich aktiv halten. Wir haben nichts, um ihm die Beine wegzuziehen bis dato, wenn das überhaupt möglich ist. Ich habe hier gerade einen Affen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt aktiviert habe. Ihr habt eine Fähigkeit auf V, die von eurer Klasse, die ihr am Anfang gewählt habt, anders ist. Alle hinter dir? Ja, ja. Hat einer von euch eine Schockwelle als Symbol unten rechts? Scheiße, woran sehe ich das? Ja, sieht das so aus wie so eine Schockwelle? Ich habe Totenköpfe und irgendwas so. Ja, könnte sein. Du kannst kurzzeitig alle Gegner in der Umgebung stunnen. Das ist halt, warte, das gut. Unten rechts, meinst du den Blitz mit dem mit dem Kreis? Ich hab hier Alter! Weil Early kam ein Schocker-Zombie raus. Ihr könnt euch mit 500, nennen wir es einfach mal 500 Geld, könnt ihr euch an der Maschine da Rüstung holen. Dann haltet ihr ein bisschen mehr aus. Alter. Das ist die rot leuchtende Maschine hier neben euch. Ja, mach ich mal. Ich kümmere soll ich das machen? Ja, komm, ja, auf jeden das. Fall. Dann ist so ein. Sehe ich das? Early drei Schläge so, oder wie? Early, nimmst du auch noch die Rüstung mit? Ich habe hier irgendwas aktiviert, hier wird Gas reingepumpt jetzt. So, genau. Ich kann euch auch kurz zeigen, was. Das weiß ich nämlich. Ihr seht diesen Generator hier in der Mitte. Da sind zwei Lampen schon grün. Ein Ding hat Early angemacht, eins habe ich angemacht. Und wir brauchen halt Strom auf allen drei Sachen. Okay, das andere ist hier hinter so einer Mauer. Also hier muss man das aufmachen. Jetzt müssen wir dann nämlich weiter vorkaufen. Ich habe jetzt Schocks ausgerüstet. Wie viel stärker bin ich jetzt? Du siehst unten links so ein Schildsymbol. Hier, wir müssen die Tür aufmachen für 1000, ne? Für den dritten Energiedings hier. Also wir haben die letzte Line geht hier so lang. Das heißt, da wo, wer ist denn da gerade? Early, glaube ich? Ne, da. Genau, hier müssen wir lang. Okay, scheiße, ich habe jetzt eine Waffe. Soll ich machen? Ich habe nur 1000. Okay, dann mach du auf und wir gucken mal nach dem Strom. Oh Leute, was ist hier los? Nicht töten, bitte. Wir haben die Tür aufgemacht.
Da sind noch ein paar Zombies gespawnt bei mir. Warte, ja, wenn du so an Resident Evil Schocker Momenten vorbeikommst, dann spawnen die. Ich mache jetzt gerade den letzten Strom ja, nice. An. Okay, jetzt haben wir alle so, drei. Jetzt haben wir Active the Pilot Light und Restore Power to Bunker Door. Genau, das leuchtet jetzt alles zu so, dritt. Jetzt kann man, da hier ist ein grünes Licht jetzt. Das könnte man jetzt drücken. Okay, wollen wir? Machen wir. Haben wir jetzt Strom? Ja, wir haben Strom auf diesem Pilotenlicht hier. Ich werde Jo. Dämonen! Nein, das sind Dämonen. Die Dämonen nur. Versucht den Zombie leben zu lassen, wenn er noch da ist. Wo auch immer der Zombie ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kassiere gerade durch den einen Dämonen. Aua. Bist du noch da? Lass einen Dämon leben, lass einen Dämon leben. Nee, die sind zu schnell. Oh, shit, die sind tot. Okay, dann haben wir jetzt die nächste Welle, müssen wir halt schaffen. Verdammt. Okay. Ach, du hast jetzt schon eine Waffe geholt. Early ist runtergesprungen. Ist da irgendwas? Early ist ein Vollidiot. Oh, ich bin runtergefallen. Soll ich auch runterkommen oder noch nicht? Ja, dann kommen wir auf jeden Fall mit. Jugger? Increase Speed und Stamina. Kommen wir da nicht mehr hoch, verdammt. Doch, wir können hier weiterlaufen, wo ich jetzt gerade bin. Hier macht man Strom an und jetzt ist offen. Okay. Open the Bunker Door, okay. Wir haben jetzt Strom. Kostet 1250, kostet uns das Aufmachen des Bunkers. Hier hinten geht's aber auch noch weiter, ne? Ja, ja. Wir müssen auch noch halt sämtliche Easter Eggs und Gimmicks. Ja, ja, es geht weiter wieder. Ein bisschen Geld farmen wieder und am Ende ein Leben lassen. 4 Schüsse in den Fuß und ein Messer reicht, glaube ich. Hä? Knife ist irgendwie ganz komisch, finde ich. Wahrscheinlich 5. Ja. Ja, 5 müsste es gehen. Da muss ich zweimal messern, aber es ist okay, man stunt ihn kurz. Auf jeden Fall sollten wir eine ganze Menge Kohle farmen. Ich hab Magneten. Hier unten ist eine Kneipe. Elektromagnet. Doppelt Geld gerade. Ja, doppelt Geld. Doppelt Schock. Muss ich irgendwas drücken zum Knifen? Irgendwas Besonderes? Bei mir, hier noch bei mir wehrt er mal ab. Ja, dann ist er noch nicht in Kill-Reichweite gewesen. Aua, okay. Okay, ich habe noch eine ganze Menge Zombies. Alex, was du lernen musst, weil für dich ist das ja der erste Zombie-Modus, das wirst du. Jetzt ist das gerade noch kein Problem, weil die Zombies sehr langsam sind. Das Kiten von Zombies ist wichtig. Die verfolgen dich ja straight. Ja, ich bin wieder runter. Und du kannst die sammeln, wenn du halt richtig im Kreis um die rumrennst, sag ich mal, um Objekte. Dann kannst du die zum Beispiel sehr gut auf einen Ort sozusagen forcieren, damit du später alle mit einer Granate töten könntest, anstatt jeden einzeln abzuschießen oder so. Das Knifen ist irgendwie. Ich hab echt ein Problem zu knifen. Ich hab hier eine Art Easter Egg oder so. Wow! Was passiert hier? Wieso hab ich so ein Problem mit dem Knifen? Dann siehst du ja noch nicht in Kill Range gewesen, wenn du keine Animation. Und du musst sehr nah ran. Ich hab hier gerade irgendwas. Dalo, komm mal kurz zu mir, ich hab hier was. Ich hab hier so ein leuchtendes Symbol die ganze Zeit. Was ja, du lässt Geld fallen. Welche Taste ist das? Das interessiert mich. Es könnte sein, dass ich die letzten zwei Zombies sind. Ich hab keine Muni mehr in meiner Pistole. Dann nicht töten. Hier ist ein Symbol, eine 1. Ja. Ich habe da gerade F gedrückt und dann sind hier überall Scheiben. Mit zwei lasse ich Geld fallen. Okay. Ich hab mal kurz 2 gedrückt, nochmal zum Testen. Das ist das Symbol, das ich gemeint habe. Okay, also hier römische Ziffern an der Wand sind kleine Easter Eggs. Hier unten da. Da kann man was mitmachen. Jetzt nicht den Zombie töten. Den einen noch, ne? Guck mal, Earl, das ist auf jeden Fall auch was. Ich kann ihn noch nicht töten. Ich hab keine Munition mehr. Das da oben der Wetterhahn hier ist auf jeden Fall kannst was. Kannst du F drücken bei dem oder so? Oh, man kann F drücken. Guck mal, er richtet sich aus. Jetzt ist er fix. Er ist jetzt fix, ja, auf die Flasche. Der hat sich fixiert. Ja, es kann sein, das kann alles für irgendwas gut sein. Man kann auch jetzt nicht mehr F drücken. Und der ist fix. Das war die Flasche. Safe. Warte mal. Wo kriegen wir Munition her? Oh, da hat der auf die 1 gezeigt. Weil das kommt auch hin. Ich steh jetzt genau bei der 1. Guck mal, und der zeigt zu römisch 1. Da hinten ist nämlich stopp, römisch. Komm zu mir. Vielleicht kann er jetzt die 1 drücken und wir danach den. Nee, die 1 hat er schon aktiviert. Danach sind auch Sachen explodiert. Okay, dann muss ich gleich wieder um den Zombie kümmern. Hier sind wieder Flaschen. Hier sind 3 Flaschen an dem Ding. Okay. Ich suche jetzt mal nach anderen. Hier ist ein Löwenkopf an der Wand mit einem Wasserbecken. Auch das wird irgendwas sein. Oh, ich liebe das. Das ist schon wieder so viel rauszufinden. Wo kriegen wir denn Munition her? Ja, ich weiß an die Zuschauer, ihr wisst wahrscheinlich schon wieder mehr als wir. Munition bekommt. Du kannst mittlerweile eine Waffe kaufen. Allerdings nimm mal die hier, die ist ganz gut. Hier. An diesen Schaukästen kannst du eine Waffe holen. Das ist eine gute Waffe für die ersten paar Runden. Ich habe eine MP40. MP40, Leute, wenn ihr wollt. So, also aussuchen. Alter! Was ist das denn hier? Was denn?
Der letzte Zombie lebt noch, ne? Ja, der läuft hier gerade bei mir hier rum. Hier ist voll das Masse. Hier ist ein Blutbad, Alter. Hier ist alles voller Blut. Oh, hier ist ein Schocker-Moment. Und hier ist Tresor. Alter, pass auf, nicht, dass das der letzte Zombie ist. Da, wo die 1 war, geht's runter und dort bin ich jetzt in der Kanalisation. Da ist der letzte Zombie. Wir sind beide, genau, der schnellere ist der letzte. Und wir sind in der Sackgasse. Dann hauen wir den hier eben um und laufen an dem vorbei. Ich hab hier unten noch einen Zombie, könnt ihr den, kann ich einen töten? Nein, du tötest ihn, du tötest deinen, wir lassen unseren leben. Okay. Ich, hab hier ich kümmere mich ein bisschen um den Zombie, geht immer wie zu Early das, Boy. Wie wo sieht ist das Early? Denn mit der Primärwaffe aus, mit der Primärpistole? Krieg ich dafür irgendwann noch wieder Muni? Ja, wenn wir Emu halt als Perk finden oder natürlich, wenn es geht, sie puncht. Ich weiß nicht, ob es geht in dem Early, Spiel. Wo bist du? Oh, ich hab das Kite übernommen. Ja, ist ja okay, ne? Solange er dich nicht finisht, wir halten ja gut was aus. Also ich okay. Hab hier irgendwas an also Wetterhahn, aktiviert. Löwenkopf. Ich hab ein bisschen Explosionsschock, ne? Hab ich den aktiviert? Hab ich den jetzt berührt oder nicht? Nein, der bewegt sich von allein. Ich finde Early. Ich hab noch nicht. Eine römische Zahl gefunden. Nochmal eine römische 1. Also nochmal eine 1. Ich will ja mal. Mann, ey, jetzt. Ich will doch gar nichts von dich, dem. Jetzt will er dich. Early ist hier bei mir runtergegangen. Ihr seht mich ja gerade durch die Wand, da wo die erste 1 ist. Und dann kannst du hier hinten runtergehen, Alex. Ja, guck. Da, guck doch mal an hier unten. Ganz hinten. Bin unten in der. Was gibt's denn da? Kanalisation. Ich hab hier eben ich was aktiviert und dann ist dieser Käfig hier damit ein Stück hochgefahren. Ja, okay. So weiter als das kam ich auch noch nicht. Ich habe ja auch nur meine eine Testrunde. Und hier gemacht. Können wir irgendwas reinpacken hier drüben. Ovales, rundes. Ja, guck mal, hier zum Beispiel ist noch ein Schalter hinter etwas. Also hier kommt man nicht dran. Und hier ist auf jeden Fall noch ein Knopf Moment. Links. Gibt es auf der anderen Seite auch und ist es zu? Ich hab die Dinger geöffnet. Ich hab die Rohre geöffnet. Die waren eben noch geschlossen. Hier schon wieder die 1. Ja, hier sind wir also dasselbe Symbol. Eins, ja. Ich hab die Rohre, die hier in den Gittern sind, habe ich geöffnet. Scheinbar kommt dann hier Flüssigkeit, Wasser oder so durch. Müssen wir das fluten vielleicht hier? Hier ist nochmal so ein Ding zum Looten gewesen. Ich weiß nicht, was es macht, aber hier auf der Ecke liegt nochmal so ein Gerät. Sieht aus wie ein Audio eigentlich. Hier können wir irgendwas reinpacken, ne? Ja. Hier sind auch nochmal die Röhren offen. Okay. Hier sind 3 so Energiezellen in dem Ding. Ich möchte nicht Items unbedingt ganz so lange da oben rumlassen. Du kannst auch gerne mal runterkommen. Wir kriegen das mit dem Zombie schon hin. Also ich finde das hier ultra geil. Das Loch in der Mitte, dieses, wo wir gerade gesprengt haben, ist zum Kiten so perfekt. Weil du den einfach nur noch auf Diagonale hältst und einfach nach links, rechts gehst. Ja, und der bleibt die ganze Zeit an derselbe stehen. Lalo? Ja. So, hier ich komme nochmal runter. Links von dir? Oh, das war die falsche Richtung. Warum sieht man einen manchmal nicht durch? Ja, das ist irgendwie ganz komisch, ne? Da, jetzt. Was ist denn, Early? Leichenhalle. Groß Geld. Ja, aber die Frage ist, wollen wir nicht erst oben was aufmachen, bevor wir unten Stress machen? Das sieht so interessant aus. Komm mal mit, weil unsere Aufgabe war, öffne die Bunkertür. Und die Bunkertür... Ist oben, ne? Ist oben gewesen. Und die kostet auch 1200. Ja. Wo ist denn der Zombie? Hier können wir auch zugreifen, wenn wir runterspringen. Ja, aber lass zur Bunkertür gehen. Also das können wir uns ja mal anschauen. Lass uns mal Step by Step gehen. Wenn ihr nochmal so einen goldenen Wetterhahn sehen solltet, wenn es das wirklich nochmal geben sollte, sagt mal Bescheid. Vielleicht liegt der ja in die Richtung. Der hat ja irgendwo eine Statue. Kann auch weiter oben sein, rein theoretisch. Hier sind noch mehr von diesen Rohren halt, die man nutzen könnte. So, jetzt kann man einen Tab fürs Notebook öffnen. Gear Up, The Bunker... Altare, Geistkraft und Weapon Assembly. Es gibt echt viele Sachen noch zu finden. Da gehe ich mal mit in den Bunker rein, würde ich sagen. Ja, hier kann man bestimmt auch noch kiten. War das von einem Schocker? Oh ja, hier haben wir Ding. Oh, der redet jetzt! Heinz Assault, mein Dorn. Der redet? Jetzt redet der Zombie. Ja, der redet die ganze Zeit irgendwie von mir. Ist ein Labor. Nimm mal den Zombie von mir weg, wenn er zu mir kommt, bitte. Aua. Ja, lauf mal weiter mit dem. Ich öffne gerade eine Tür. Ist er weg von mir? Er ist wieder weg von mir? Ja, what the fuck, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das Ding hier mal geöffnet. Er geht aber noch nicht. 250 Störungsrohr. Da ist was unten drin. Da hängt was runter. Early Boy! Ja. Ren. Oh, die Waffengäste! Alter Schwede für Fliege! Was ist das denn? Die Random Box, damit kannst du die Wunder. Hier, da ist eine. Moment, ach, Early Boy aktiviert. Achso, Free Fire. Okay, du hast eine Falle aktiviert, richtig? Nee, ich hab meine Dingens, meine. Ah, du hast V gedrückt. Nicht aktiv. Okay. Achtung. Hier ist eine Falltür auf jeden Fall. Not active. Wir brauchen mehr Strom. Ah! Moment. Hier ist eine Karte, ne? Dalu? Ja. Hinter dir?
Oh, guck mal. Das kostet 250. Wo bist du rausgekommen, Early? Ah, und jetzt geht das hier auf. Ja, ich bin schon gut. Ich gebe das Geld nicht aus. Leute, hier unten ist gerade Party. Ja, bei uns auch. Ja, ja, das meine ich ja. Also. Ja. Irgendwas war hier gerade. Gibt viel rauszufinden. Tut mir leid, Items. Das doch, du, ich hab Spaß mit meinem Günther hier. Ich hab noch ein Gerät hier gefunden. Alter! Kann man da oben hoch? Power Supply for Alter! Tim ist unten in dem Minenschacht, across the map. Ich sehe ihn halt leider nicht. Ja, doch, ganz weit hinten. Ein weißer Punkt. Ich weiß auch, wie er da hingekommen ist. Die Map. Dalu, auf der anderen Seite. Genau, die Map ist irgendwie wichtig, glaube ich. Auch ein Rohr, benutze das bitte. Auf der anderen Seite ist auch ein Rohr, benutze das. Hier war das, oder? Ja, das muss. Das Rohr hier, oder? Hallo, kleiner Gunther. Nein, da ist Early durch. Ja, auf der anderen Seite muss auch noch ein Rohr sein. Ja, nee, ist aber nicht. Komm, lass mal ein Zombie raus. Items, hast du einen Zombie bei dir? Ja. Scheiße. Falsche Taste gedrückt. Weil da können wir den Schalter aktivieren, weil da gehen ja die Gitterstäbe hoch, da kannst du den Schalter aktivieren und dann können wir diesen Käfig hier hochziehen. Ja, aber das ist okay, aber das ist nicht hier, die zweite Röhre. Wir haben hier aber eine Map. Genau, und da 1, 2, 3 ist wo sind wir ne? denn? Wir sind Bunker, ne? Heißt das? Ja, das ist oder Labor. Waffenmaschine? Nein. Das wo sind so, wir auf der Map? Das spiegelt so doof, ne? Ja, genau. Wir sind im Bunker selbst. Das Labor ist links. Ich würde sagen, dass wir bei... Ja, das ist Unterretage. Was ist denn das hier für ein Raum? Wie würde man den Raum nennen? Das ist ein Bunker. Labor, Bunker. Welchen Raum denn? Wo wir gerade nee, guck mal, stehen. Steht doch hier, Dalu. Hier vorne ist eine 1 vor uns und da unten hier ist die 1. Ah, okay. Ja, gut. Hat sich das erledigt. Okay. Da steht auch Strom. Strom ist bei der 4. Oh Gott, das ist ja riesig. Das heißt, wir müssen nach rechts irgendwie? Das ist irgendwie, da ist noch keine, da ist kein Durchgang hier bei mir. In der Mitte ist kein... Doch, ich glaube, da ist einer, oh, oder? Oh, ein zweiter Jump. Nee, was ist? Zweiter Jumpscare ist hier losgegangen. Warte mal, wenn wir rausgehen nach rechts, oder? Ja, also hier rechts lang. Achtung, Feind hört mit. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gang? Kommt man da rein? Ja. Nee, da kommen Zombies raus. Das sind so... Zombie-Entries. Warte mal, wie war das auf der Map? Nach rechts und dann? Weiter nach rechts, oder? Also wir haben hier, das ist erstmal unser Ausgangsraum. Wir sind ja im Bunker und unser nächster Feind Power to Supply the Salt Mine Door. Wir haben jetzt zwei Gänge. Das ist ja eindeutig, wir sollten hier weitergehen. Hier? Wollen wir, also entweder links oder rechts, das ist glaube ich aber egal. Early, kommst du mit? Ja, komm. Wir müssen ja nach, das ist ja links, ne, jetzt, oder? Ja, das ist... Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Items, du kannst gerne mitkommen. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Das Schlimmste an dem Spiel sind die Early-Boy-Freie-Attacken, ey. Ich glaube, ich habe irgendwas aktiviert. Ich habe mich zu Tode erschrocken gerade. Hold to reroute power to... Ich hab... Moment. Achso, Early, da kommt jetzt gleich ein Zombie zu dir. Es tickt. Es tickt, das hat sich nicht gut an. Es muss noch ein Strom. Es gibt zwei Stromschalter immer und die sind miteinander verbunden. Wir haben jetzt nur kurz Zeit, den anderen zu aktivieren. Das heißt, das ist eh egal, der läuft ab. Oh, wir haben wieder zwei Zombies. Ja, weil Early einen Jumpscare hat, hat er bestimmt einen Zombie gespawnt. Ich habe halt irgendwas aktiviert wahrscheinlich. Das ist gut, solange die zweit sind, sind die langsamer. Okay, hier ist einer der Stromschalter. Auf der anderen Seite wird der andere sein, das ist der... Ein Aufzug. Hier geht's. Ich hab hier wieder so ein Ding zum Mitnehmen bei mir. Wieso könnt ihr das aber dauernd einsammeln? F drücken. Okay, die andere Seite sollten wir noch öffnen, oder? Ja, müssen wir, ja, oder? Wir sollten die andere Seite noch öffnen. Aber wo lang war das? Ne, da geht ihr woanders hin, oder? Da runter. Ja, hier ist auch zu. Okay, also wieder. Was ist das? Ich geh raus. Da, das ist wahrscheinlich, dass der Schalter. Ich geh trotzdem raus. Das ist ja nur der Schalter-Timer. Ich habe da eben eine fucking Hand gesehen. Aktivieren Sie Stromversorgung vor dem Du Lust hast jetzt einen von den Zombies bei dir? Ja, ja. Andere Seite. Wer ist unser schwarzer Kollege? Items? Items, kannst du mal die Tür im Hauptraum, wo ich gerade bin, aufmachen, die andere? Ja, aber da muss kurz Alex die Kiten übernehmen. Sonst laufen die los und Early bringt beide um, weil er sich erschreckt. Die hier? Ja. Gott, Alter, ich habe jetzt richtig Angst, bei dem, in diesem Spiel noch irgendwas zu machen. Wir suchen jetzt hier einen Stromschalter. Den zweiten Zombie sehe ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeblieben ist. Wo der ist. Okay, das sieht nicht gut aus hier. Komm, das hier war ich doch schon mal. Das war... Oh, da ist der zweite Zombie. Oh. Nein, ich spiele nicht. Hab ihn. Alex, kannst du zu dem anderen Stromschalter gehen? Ich habe keine Ahnung, wo der andere Stromschalter ist.
Alex, gehst du da hin? Ja, ich glaube, er war hier, wo ich bin, oder? Warte, ich guck das mal. Das war Nummer 1. Ne, hier war das nicht. Okay, hier geht's auch noch nach unten. Und da geht's dann zu diesem komischen Durchgang. Ich glaube, bei dem Durchgang wird wahrscheinlich irgendwie ein Jumpscare. Oh. Hier ist was drin, Leute. Wo war denn der zweite Schalter? Katze, hast du den Zombie direkt noch? Direkt, wenn du aus dem Hauptraum die Treppe runtergehst, dann geradeaus. Alex, hast du den Zombie noch? Ich hab einen Zombie, ja. Safe? Direkt geradeaus. Hör die nicht! Er hat einen Zombie, das bedeutet, jetzt ist sein Zombie wieder schneller. Wir hatten zwei Zombies übrig gelassen. So, ja, mein Zombie ist schneller, ich komme kaum zu irgendwie. Jetzt war einer muss rüber zu Alex und den Stromschalter. Ich gehe kurz rüber. Der war eigentlich direkt, wenn du die Treppe runtergehst, geradeaus neben so einem Fenster oder einer Tür. Ich komme leider nicht das zum Gucken, drin, weil das Zombie-Vieh echt schnell ist. Ja, ja. Ich guck jetzt kurz. Lass mal noch einen Jumpscare triggern irgendwie. Oh, was ist das? Moment, was ist das? Boah, ist ja nervig. Hau ab! Falle. Ja. Hier ist die andere Röhre, Early. Hier passiert gerade was, Salo. Komm mal zu mir, hier passiert gerade was. Ja, bei mir ja, auch. Ja, das war einfach nur ein Beben. Early, hier ist die andere Röhre, die du gesucht hast. Okay, ja. Hast du es gefunden? Ja, ah, hier ist der Stromstecker. Items, wo ich jetzt bin. Also wir haben den scheiß Stromstecker. In den kleinen Nebenraum. Ich kann nicht, ich hab den Zombie am Arsch. Dann muss Items in drücken. Hier, Items weiter. Hier, ich renne einmal lang und dann hier links das Ding. Okay. Aber der Zombie könnte mich jetzt haben. Nee, hat er nicht. Okay. Treppe runter hier. Okay, wir drücken jetzt. Ja, mach, drück einfach mal Items. Ist bei mir an. Ja, bei mir auch. Hat auch geklappt. Ja. So. Du bist zu weit gegangen. Hier ist die Röhre. Ja, ja. Wir kommen hier zu dir, oder? Jetzt komm unten. Nee, ich hab kein Geld. Wir müssen hier. Ja, ob du runterlaufen kannst. Dalu hinter dir jetzt her. Ja, ja, hier, jetzt müssten wir das hier aktivieren können. Vorsicht hinter dir, du hast den Zombie, ich nehme kurz. Ja, ja. Nee, kann ich meinen nicht. Tunnels. Ja, aber die Tür dahinter geht. Der will geht. Mich nicht, der will mich nicht. Ja, ja, ist alles gut. 150, 1500 meine ich. Wir müssen die nächste Welle triggern, wir haben kein Geld mehr. Ja, ja, warte, sonst komm noch eben runter, was jetzt passiert, wenn ich das Ding aktiviere. Soll ich wenn wir nochmal kurz warten müssen zum Pad. Ich einfach hier oben. Ich sehe Early halt. Wo ist er ja, denn? Ja, draußen. Aua. Jetzt haben wir ihn wieder. Ja. Er kommt hier ich, raus. Ne? Hier runterspringen. Kommt er mit? Nee, Scheiße. Ja, ne? Early hat sich verlaufen. Nee, ich hab kein Geld, um das zu erwähnen. Leute, kommt mit. Immer die Abkürzung. Hilfe. Aua. Early hat sich verlaufen, Leute. Ich hab mir die verlaufen. Sieht aber so aus. Jetzt müsste eigentlich wieder hinter Adams her sein. Ja, ja, der ist hinter mir her. Bin ich eigentlich schneller mit dem Jump? Der liebe Gunther, der mich jagen will. Gunther, wie geht's dir? Ups, ich hab was kaputt gemacht. Mei, ist der knuffig. Ja, hier bist... Jumpscares in diesem Spiel, ne? Nix für mich. Ich finde das gut, ehrlich gesagt. Die werden mich auch noch das ein oder andere Mal kriegen, aber... Hier drüben. Ich finde die ehrlich gesagt gut, weil man jetzt nicht einfach so easy, wir lassen einen übrig und wir laufen die ganze Zeit nur im Kreis, sondern wir haben auch manchmal Situationen, die schlimmer werden. Was ist jetzt passiert? Käfig ist auf. Aber anscheinend noch nicht genug. Ne, da muss man noch... Oh. Da muss noch höher. Halt, ein anderer hat den Zombie. Warte, ich hab ihn nicht mehr da, du hast ihn? Ich hab, ja, ja. Guck, ob ich den Schalter nochmal drücken kann. Warte mal. Der Schalter vor Kopf vielleicht jetzt. Nein. Nee, ich muss wahrscheinlich die Schalter öfters drücken, warte. Hier ist noch eine Tür, wo wir weiter können, theoretisch, später. Nee, da landen wir. Ja, da ist noch was rot. Hier ist noch was rot, wo es hier lang geht. Ich hab zwei Zombies jetzt, vielleicht werden sie langsamer. Ah, der Schalter ist hinter dem Gitter, ne? Hier, wo ich stehe. Sobald der zweite Zombie bei ihm ist, sind sie langsamer. Okay, wie kriegen wir dieses Gitter auf, oder wie kommen wir da rein? Ich glaube, wir sollten erstmal Salzmine machen. Ich bin gerade überlegen, wo war denn dieses scheiß Rohr? Ey, der eine ist immer noch übel schnell. Siegfalle. Bei der eben, wo wir zwei hatten, war der eine langsamer. Sollen wir die nächste Wave triggern? Ja, wir müssen dann aber hoch. Ich würde hoch in den Raum. Ich will nicht hier unten kämpfen. Würde ich auch nicht machen. Wo war denn das scheiß Rohr jetzt gewesen? Oh, Alter, hat ihn genau zu mir gelockt. Ich war voll. Jetzt haben wir drei. Jetzt haben wir drei, ja. Wir treffen uns im Laborraum. Roger. Wo sind denn die kleinen Zombies? Auch da. Ich weiß nicht, ob der Raum groß genug ist für vier Leute zum Kiten. Obwohl oder Welle in der Mitte ja halt easy. Wieder. Ja, Welle 3 ist aber noch easy. Oh, vor allem haben wir jetzt eine Welle mit Waffen. Rohr. Hier, wo wir sind. Early, hast du ein Kurzzeitgedächtnis oder was? Hier ist doch riesig. Hier ist doch okay. Wer bist du? Nicht aktivieren. Ich bin gerade immer unten. Wird nichts bringen. Das ist ein anderer Schalter, der fehlt.
Ja, der ist hinter dem Gitter. Sinn. Das ist ja, auch ein Rohr. Die Salzminentür kostet 1500. Ach, da ist noch einer. Okay. Ja, da ist noch ein Stalter. So, seid ihr ready? Early, bist du ready? Nee, ich komm ein Stück hoch. Ihr könnt gleich, warte. Hier auch noch ein? Nein, okay. Okay, triggern wir Welle 3. Hier unten Kanalisation ist übrigens Nummer 3. Okay. So, Tim ist wieder irgendwo in Istanbul, oder? Ja. Als nächstes kommt also die Salzminentür. Jetzt wieder schön gut Geld farmen. Ich habe gerade irgendwas aktiviert, oder? Nee, ich glaube, es war irgendwas anderes, oder? Naja, du wirst Geld weg mit 2. Achso. Ich wollte eigentlich auf die Waffe wechseln. Ja, du musst 6 drücken. Wo bleiben denn die Zombies? Die sind alle bei Tim. Hier ist einer. Denk dann schön ein bisschen die Kohle mitnehmen. Messern ist immer gut. Gerade in Level 3 noch ganz gut möglich. Bisschen in die Beine schießen. Einfach mit Nahkampf machen. Ja, genau. Ja, aber nur jeder Treffer, Alex, gibt Geld. Ja, aber damit freut er auch mehr, oder? Jede Kugel, die du ihm ins Bein schießt, gibt Kohle. Ja, du am Anfang sowieso immer wieder neue Munition, Chris. Oh, Max Ammo. Und drauf achten, wie viele Zombies noch da sind. Wir haben noch einen jetzt hier. Ja, hey, es werden noch ein paar kommen, denke ich. Schaut immer, dass ihr beiden dann 2 da habt, ja? Okay. Ja. Haben wir jetzt gerade, das ist gut. Also wollen wir die mal am Leben behalten dann erstmal? Ja, ne? Ja, wir können auch, ich kann auch nicht gut abschätzen, wie viele Zombies das pro Welle sind. 3. Lassen wir mal, hier haben wir noch 2 4. Bei uns. Okay. Okay, du kannst wieder einen töten. Ach. Der Bier kommt auch 4. Oh, was ist denn jetzt los? Was war das? Ich bin halb tot, ne, glaube ich. Ey, die haben die erwischt. Du ja, aber richtig. Wir müssen hier, wir müssen aber solange, hier kurz solange du nicht down gehst, regenerierst du alles. Ich finde Nahkampf ultra schwer hier gerade. Irgendwie. Ja, ja, und die Welle ist zu Ende. Oh lol, ich habe den letzten gleichzeitig mit dir erwischt. Ja. Schade. Na gut, okay, dann müssen wir die nächste nochmal machen. Sorry. Dann machen wir es nochmal. Gesteigerter Waffenschaden. Ja, das ist ein bisschen eng hier gewesen, ne? Ja, es ist hier wirklich ein bisschen arg eng. Ja. Einer, also ihr könnt auch noch nach draußen einer, ne? Beziehungsweise wir haben halt das Problem, wir haben dann 5-6 Zombies auf einer Stelle. Vorsicht, das sind laut. Dämonen, die Welle müssen wir machen. Die Welle musst du kaputt schießen. Das ist eine Muni-Welle. Die gibt am Ende Munition. Wir oben rechts frei? Ne, haben wir nicht. Wir haben links und neben uns noch ein paar. Passt, okay. Passt. Oh Gott. Okay. Die Welle war... Was? Die war ja wirklich Pipifuck. Ja, das ist eine Muni-Welle. Die nächste... Ich muss das Ding kurz loswerden. Warum? Ja, der Raketenwerfer... Lol. Soll ich meine Standardwaffe da lassen? Oh, ich könnte das Ding auch mal verwenden. Aber haben wir Geld dafür? Ja, jetzt farm ich halt wieder ein bisschen Kohle. So, 6. Darf ich mir auch eine neue holen? Ja, klar, ja. Yeah. Mach mal. Das ist eine gemischte Welle. Dämonen erschießen. Zombies, wie immer. Okay, ich brauche nur 2 Schüsse auf die drauf. Ich krieg die einfach nicht gedauert mit dieser blöden Nahkampfwaffe. Nahkampf musst du viel, viel näher dran. Du darfst nicht einen Nahkampf drücken und ranlaufen. Nahkampf geht nur im Nahkampf. Ich glaube, es wird ein bisschen härter. Wir müssen die Welle einleben lassen. Ich glaube, sonst wird es langsam problematisch. Okay. Hey, Insta-Kill, Leute. Aufpassen. Okay, ihr könnt alle messern gerade. Ich behalte meinen. Erstmal. Okay. Ah. Okay, ich bin fast down. Ich bin auch zu kacke zum Knife. Ich hab noch einen immer, das ist gut. Nee, ich hab keinen mehr. Ich hol mir wieder einen. Muss okay. Abhauen ich, gerade. Hab ich, zwei. Ich hab gerade gut Damage bekommen. Ja. Ich hab das letzte Rohr. Treffen wir uns in der Kanalisation? Nein, wir treffen uns hier.